So, nächster Teil. Es geht darum, also kleine Massen nur mit Schullineal und Papier zu bestimmen. Wir haben uns da Folgendes überlegt: Hebelgesetz und so weiter, das kann man ja alles noch anwenden dabei. Und warum das funktioniert, das haben wir dann nochmal begründet. Wir haben Folgendes gemacht, und zwar haben wir aus dem großen Baukasten ganz einfach einen Stativstab genommen. Und auf diesen Stativstab, weil der so schön rund und fest ist, da haben wir ganz einfach oben ein normales Holzlineal draufgelegt. Und dieses Holzlineal, das hat uns letzten Endes, weil ja da so schöne Einteilungen drauf sind, das hat uns letzten Endes ermöglicht, diese Massen zu bestimmen. Aber wir mussten an ganz kleine Massen rangehen. Und das Schöne ist, wenn man dieses Holzlineal, wenn man so hin und her bewegt, und zwar mikrometergenau, hätte ich beinahe gesagt, weil es ja auf diesem Stab rollend gelagert ist. Ich nehme mal den Stab nochmal schnell weg. Man kann nämlich diesen Rundstab aus Stahl, den kann man wunderbar hin und her kullern. Und durch dieses Hin- und Herrollen kann man ganz genau die Mitte aus baldowern, sodass man sagt, jawohl, jetzt ist links und rechts der gleiche Hebel und fertig. Wir mussten also 0,15 Gramm nachweisen. Dann haben wir Folgendes gemacht. Wir haben gesagt, okay, damit diese kleinen Kügelchen auch auf dem Lineal bleiben, an entsprechender Stelle, haben wir die kleinen Kügelchen in ein kleines Stückchen Papier gewickelt. Wir hatten nämlich blöderweise nur vier Geschosse. Hätten wir 10 gehabt, wäre das alles leichter gewesen, aber wir hatten nur vier Geschosse. Das heißt, vier Geschosse, das waren 0,6 Gramm. 0,15 mal 4 sind 0,6 Gramm. Die haben wir in ein kleines Stück Papier gewickelt. Ein ebenso großes Stück Papierchen, nämlich und das gleiche Material von diesem Wickelpapier, haben wir leer auf die rechte Seite getan. Dann hatten wir wenigstens mal, man sagt tariert, wir hatten ein Gleichgewicht hergestellt, sodass die beiden Papiere, die Papiermassen, sich gegenseitig aufgehoben haben. Die 0,6 Gramm, wie kamen wir daran? Da haben wir Folgendes als Grundüberlegung genommen. Es gibt ja die Angabe, die steht auf jedem Kopierpapier, die quadratmeterbezogene Masse, also die Masse eines A4-Blattes, bezogen auf einen Quadratmeter ist gleich 80 Gramm pro Quadratmeter. Und dann haben wir überlegt, wie klein müssen wir letzten Endes diesen einen Quadratmeter zerreißen, das heißt, welche Fläche brauchen wir, die dann 0,6 Gramm entspricht. Und das haben wir so gemacht. Wir haben gesagt, Moment mal, zu Anfang war die Überlegung, ein A4-Blatt. Wie viel Gramm sind denn das? Das hat 21 cm an der kurzen Seite und 29,7 cm an der langen Seite. Das ist ein A4-Blatt von 80 Gramm pro Quadratmeter. Und wir wollten mal wissen, ja, wie viel Gramm sind denn das? Und das kann man leicht errechnen, indem man das ins Verhältnis setzt. Das waren 5 Gramm. Wir haben die Fläche berechnet. Habe ich jetzt den Wert gar nicht da, aber das ging ganz schnell. Also das kann man relativ leicht machen. Das waren 5 Gramm. Also dieses A4-Blatt hat eine Masse von 5 Gramm. Ich schreibe mal Gramm dahinter, so dass jeder sieht, worum es geht. Denn ich komme dann noch auf die Erdbeschleunigung und dann würde man durcheinander kommen. Gut, jetzt haben wir gesagt, okay, was müssen wir machen? Wenn wir dieses Blatt einmal falten, das heißt, wenn wir nur die Hälfte nehmen, also das wäre ein halbes A4-Blatt, dann hätten wir also 2,5 Gramm. Wenn ich das nochmal falte, hier in der Mitte durch, dann habe ich bloß noch ein Viertel. Ein Viertel A4, das wären demzufolge, ich schreibe mal die 2,5 Gramm drunter, 1,25 Gramm. Und wenn ich das nochmal achtelle, das heißt hier nochmal durchschneide, dann habe ich noch ein kleines Fitzelchen übrig und das sind ziemlich genau 0,6 Gramm. Natürlich 0,6 und so weiter. Aber auf diese Kommastellen können wir ja pfeifen, denn wir hatten ja gesagt, wir wollen lediglich sagen, 0,15 Gramm muss ein Geschoss wiegen, das haben wir berechnet. Stimmt denn das? War die Dichte richtig? Ist es wirklich aus Marmor gewesen? Wir haben gezweifelt. Und diese Rechnung nochmal nachzuvollziehen, da genügt es uns, wenn wir sagen, wir nehmen vier Kügelchen, die entsprechen 0,6 Gramm und wir legen ein Gegengewicht von einem Achtel A4-Bogen. Ein Achtel A4-Bogen. Davon, das sind dann 0,6 Gramm. Und das ist ausreichend genau. 0,605, aber darauf kann man dann wirklich pfeifen. Und dann haben wir dieses Stückchen Papier, ich mache das mal in dieser Farbe, dieses Stückchen Papier haben wir hier mit draufgelegt. Einfach
mit draufgelegt. Immer alles natürlich den Schwerpunkt genau auf die entsprechenden Marken, auch hier und so weiter und so fort. Und wir haben festgestellt, durch Hin- und Herrollen, aber haargenau, bis auf einen halben Millimeter genau, haben wir das hinbekommen, zu sagen, jawohl, genau das sind unsere 0,6 Gramm. Also konnte man daraus schlussfolgern, das hat funktioniert. Diesen Versuch, den mussten wir dann auch noch weiter ausbauen, denn wir mussten noch die Pappschachtel wiegen. Jetzt haben wir das Gleiche gemacht, also ich mache das mit dem Lineal mal so. Und wir wollten die Pappschachtel ermitteln. Es hätte sehr lange gedauert, alle Gewichtchen so zusammenzustellen, bis wir die Pappschachtel hätten genau auswiegen können. Und wir haben Folgendes getan: Wir haben dann irgendwo ein Gewichtchen hier rauf postiert, das waren 20 Gramm. 20 Gramm, Wie kommt man mit den 20 Gramm und der Pappschachtel, die wir hier postiert haben, die fiel auch nicht runter. Ich mache sie trotzdem mal leicht stereoskopisch, damit man es ahnt. 20 Gramm war die aber nicht genau schwer, also das oder hatte nicht die Masse. Also musste man wieder durch Hin- und Herrollen etwas anderes ermitteln. Und zwar durch Hin- und Herrollen. Wie weit musste ich hin- und herrollen, damit Gleichgewicht herrscht? Und da haben wir folgende Maße herausgefunden. Und zwar die eine Hebellänge und die andere Hebellänge. Die eine waren, Moment, das waren 26,9 Zentimeter. Das waren 50 Zentimeter Holzlineal. Und das andere waren 23,1 Zentimeter. So, und mit diesen beiden Größen konnten wir arbeiten. Jetzt haben wir aber was anderes überlegt und darauf komme ich gleich im nächsten Video nochmal zu sprechen, ob denn das geht. Man einfach hier mit Maßen vergleicht. Man sagt doch eigentlich, heißt es doch F1 mal L1 ist gleich F2 mal L2. Jetzt haben wir aber Maßen, das kann doch nicht angehen. Da haben wir gezweifelt und haben überlegt, ob das alles so richtig ist. Das kommt im nächsten Video.